Alle Spiele der Regionalliga West exklusiv auf Sporttotal. Um 14.29 Uhr, das wir jetzt gleich erreichen, geht es dann mit 30 Minuten Verspätung auch los mit der Partie zwischen Rot-Weiß Aalen und dem 1. FC Düren. Und da passt Thuma nicht auf. Ballgewinn von Simon und so vielleicht die erste Gelegenheit für Düren in die Mitte. Oh, Wusu! Und die erste Top-Chance nach nicht mal 2 Minuten für die Gäste. Das ging viel zu einfach, wie Simon da Thuma abschüttelt, hat das Auge für Owusu in der Mitte und er setzt den Ball über den Kasten. Hier sehen wir es nochmal. Da hat er viel Zeit, viel Platz, setzt den Ball aber über den Kasten. Und da attackieren sie gut und der Schuss, und das ist gar nicht schlecht. Absolut aus dem Nichts. Die Top-Chance Nummer 1 auch für Aalen. Geht ja richtig munter los hier. Schauen wir es uns noch einmal an. Da wird Bade angegangen, spielt dann den Fehlpass zu Skoda und der verpasst. Und das ist ein leichter Ballverlust von Matuschik. Das ist kein Foul von Skoda. Twarzik bekommt den, da haben sie Weber ausgenommen. Und Twarzik nochmal in die Mitte und die Riesengelegenheit. Aber abgeblockt. Das war Hüseyin Bulut. Oder strafen Sie mich jetzt Lügen mit diesem Angriff? Denn Platz ist da. Platz ist richtig da. Bulut. Ja, verzögert etwas, sucht den Abschluss und weit drüber. Da war viel mehr drin. In jedem Fall müssen Sie es besser ausspielen. Und das ist nicht gut gemacht in der Defensive. Day kommt an den Ball und kann ihn in die Mitte bringen, bekommt die zweite Gelegenheit und gute Parade von Patrick Bade. Simon und Wipperfürth. Gut gemacht. Simon mit ganz viel Platz geht auf Prüsecke zu. Glanzparade von Robin Prüsecke, der da ganz cool bleibt, lange stehen bleibt und dann den Fuß auch unten hat. Und das 1:0 für Düren verhindert. Da haben sie viel zu viel Platz. Simon hätte da auch noch Optionen in der Mitte gehabt. Macht's alleine. Der hat da jetzt Platz auf der linken Seite. Was macht er draus? Gar nichts, weil er den Ball vergisst. Aber der Fehlpass. Und so vielleicht die zweite Chance. Aber auch Holdak, der jetzt offensiver agiert, bleibt hängen. Es geht jetzt hier hin und her. Jetzt viel zu viel Platz, wieder für Düren. Wipperfürth. Owusu läuft mit. Der muss ihn bedienen. Owusu, bisschen rausgedrängt, nochmal in die Mitte. Und das ist das 1:0 für den 1. FC Düren durch Philipp Simon. In der 59. Spielminute gehen die Gäste in Führung. Und das ist der erste Treffer nach 365 Minuten. Nach dem Spiel in Köln hatten sie nicht mehr getroffen. Und jetzt endlich wieder Philipp Simon mit seinem zweiten Saisontor, bedient von Owusu, der die Übersicht hat. Und da grätscht er rein in den Ball und bringt ihn im verwaisten Kasten unter. Owusu ist schneller als Borgmann, fällt da und es gibt den Elfmeter für den 1. FC Düren. Und die rote Karte gegen Yannick Borgmann wegen einer Notbremse. Das ist dann die Konsequenz. Das ist völlig klar. Aber hier sehen wir es nochmal. Da ist ein Kontakt. Aber dann berühren sie sich eigentlich nicht mehr. Und dann fällt er. Maiko Wusu. Und das ist natürlich die Riesenchance auf die Vorentscheidung für Vincent Geimer. In der 80. Spielminute.
tritt an und verwandelt. Schickt Rüsecke ins andere Eck und der erste FC Düren erhöht auf 2:0 in der 80. Minute durch Vincent Geimer. Dritter Saisontreffer für den Mittelfeldmann und ein ganz, ganz großer Schritt in Richtung 3 Punkte für den ersten FC Düren. Was für ein bitterer Nachmittag für Rot-Weiß Aalen. Schwarzig. Tuma bekommt den Ball von Day. Flanke kommt an den zweiten Pfosten. Da ist die Gelegenheit und der Anschlusstreffer. Aus dem Nichts. In der 83. Minute durch Hüseyin Bulut. Und das Verse-Stadion, es lebt wieder. Und plötzlich ist hier noch was drin. Das kommt relativ aus dem Nichts. Die Flanke an den zweiten Pfosten. Dann nimmt der Volley ab und setzt den Ball ins lange Eck. Bade da auch irgendwie etwas unkoordiniert. Das muss man ehrlicherweise auch sagen. Das gehört zum Gesamtbild dazu. André Day. Das war schon ein paar Mal ein bisschen chaotisch. Er macht diesmal kurz. Überraschungsvariante. Tuma wird geblockt und jetzt die Möglichkeit für Dugo und auf die Entscheidung gegen Tuma. Wer setzt sich durch? Schuss aus der Distanz und weit daneben. Weit daneben. Das war die große Chance, die Partie hier zu entscheiden. Und natürlich hat Düren jetzt Zeit. Bade lässt sich auf den Ball fallen und das Spiel ist aus. Der erste FC Düren kann noch gewinnen und schlägt Rot-Weiß Aalen auswärts mit 2:1. Ja, also ich würde mir, glaube ich, noch eine Playlist davon anschauen. Ja, ich schaue mir jetzt noch ein Video an. Ja, und du? Was machst du? Abonnieren.